Das ist halt so die Sache. So, Fanbeliebtheit sinkt. Warum sinkt die Fanbeliebtheit? Was kann ich dagegen tun, dass meine Fanbeliebtheit sinkt? Ich habe eins meiner Budgets überschritten. Oh. Ja, wir können ja noch angleichen. Budgeterhöhung von 2,2 Millionen. Wir haben ja ein Reservebudget, von daher. So. Let me see. Hier werden wir nichts dran verändern. Meiste Tore vorbereitet, meiste Tore geschossen. Hiermit sind wir letztes Mal gut gefahren. Ich sehe hier keine Seite wirklich schlechter tatsächlich. Wir müssen auf unsere Stärken vertrauen. Auf unsere Stärken vertrauen und Kiel schlagen. Hinspielergebnis 1-1. So, auf an die Küste. Keinem Zweikampf aus dem Weg gehen. Drauf gehen. Komm. Irgendwie früh direkt wieder ein Ausrufezeichen setzen. Kronholm ist da gegen die Flanke von Buchtmann. Ja, das sieht gut aus. Ecke von Buchtmann. Kronholm kommt aus dem Tor, unterläuft den Ball. Alexander Meyer muss schmunzeln, trifft daher den Ball nicht richtig. Ah, also große Chance für uns, weil Alex Meyer lacht. In Richtung Tor. Der Ball geht nur wenige Zentimeter am Pfosten vorbei. Aber jetzt nicht im Gegenzug dann Tor für Kiel. Boah, hoch mal auf der Linie. Hoog mal auf der Linie. Okay, falsche Entscheidung von Daniel Gebhardt. Der Schiedsrichter. Wie kann er nur? Magen Knoll überlegt, den Ball einfach mal hoch nach vorne zu schlagen. Wir haben Alex Meyer vorn. Vor damit. 1-0 Christopher Buchtmann. Durch Marvin Knoll. Vorlage. Tell me. Marvin Knoll überlegt einen Moment, da ruft Textmann irgendwas rein. Buchtmann nimmt den Ball mit der Brust an, setzt sich gegen Schmidt durch und vollstreckt eiskalt in die lange Ecke. Ich wollte eigentlich, dass der Ball bei Alex Meyer landet, aber wenn Buchtmann den mitnimmt, auch super gern. Super gern. Jetzt sind wir gerade Dritter. Und bekommen Rot. Und bekommen Rot. Okay. Boah. Das tut jetzt weh. Das tut jetzt weh. Kann einer von euch Stürmer spielen? Nicht so wirklich. Die rote Karte ist ein Bärendienst. Wir bleiben in der Tabelle gerade vor Union und sind auf dem Relegationsplatz. Okay, das macht es nicht einfacher. Das macht es überhaupt nicht einfacher. Schiedsrichter gibt den Treffer zu Recht nicht. Okay. Himmelmann hat auch eine bessere Form. Wir können auch die Torhüter auswechseln. Aber man wechselt Torhüter nicht aus im Spiel, oder? Oh, wir machen das aber. Oh, wir machen das aber. Ich hoffe, es bringt irgendwas. Weitermachen, Leute. Ich vertraue euch. Wir können auch nur noch einmal wechseln. Wir müssen das jetzt irgendwie schaukeln. Wenn Zeit vergeht, ist es gut.
Ball war nicht im Tor. Die Entscheidung korrekt. Es bleibt beim 1:0 für Pauli. Konzentriert bleiben. Knappes 1:0 wäre voll in Ordnung. Union wieder vorn. Andreas Weimann holt sich gelb. Boah, das ist gerade ziemlich spannend. Knapp vor der Linie, rappelt sich wieder auf. Fährt gegen Marvin Knoll wieder leicht. Diesmal auf der Linie, dann reklamiert der Schiedsrichter, lässt weiterspielen. Serra Himmelmann kommt aus dem Tor und pflückt den Ball sicher herunter. So, wichtig, weil das hätte vielleicht unser anderer Keeper nicht gemacht. Meier vertändelt die Chance. Oh, und Kiel, Schindler auf Menalo. Serra mit dem Kopf, Himmelmann. Boah, ist wieder da. Der Serra, ey. Der Serra. Konzentriert euch. Bringt das zu Ende. Kiel wechselt nochmal ordentlich durch. Ist Joao Felix das Element, was unser Spiel jetzt braucht? Sami Alagui, nochmal einen fixen Konter. Einen fixen Konter. Können wir den Vorsprung in Unterzahl nach Hause bringen? Das ist die ganz große Frage. Benesch. Zu kurz, Kalla ist da. Kann klären. 85. Oh, nochmal Chance für Kiel. Menalo. Avevor. Türpitz. Aber Himmelmann. Himmelmann ist da. Himmelmann rettet uns gerade 3 Punkte. Nochmal Chance für Kiel. Boah, geht am Tor vorbei. Pfeif ab. Pfeif ab. Wir gewinnen gegen Kiel in Unterzahl. Bleiben dennoch hinter Union Berlin. Aber solche Punkte, wenn du die halt nicht holst. Was macht Union? Die gewinnt 2:1 in Dresden. Union Berlin gewinnt 2:1 in Dresden. Volker Hansen, Robert Juhl. Boah, Leute. Okay. So, nächste Woche spielt Union gegen Regensburg und wir gegen Bielefeld. Das wird nochmal au, au, au. Wir spielen gegen den 6. und Union gegen den 17. Wir brauchen eigentlich gar nicht auf die Tabelle schauen. Es ist, ja, wir brauchen nicht hingucken, wir müssen einfach gewinnen. Punkt. Aber zuletzt war tatsächlich alles wieder besser. Wir haben mehr gewonnen. Wir haben wichtige Punkte geholt. Es ist im Moment trotzdem nur Platz 4. 3 Spiele gesperrt. 3 Spiele nach einem groben Foul. Ja. Himmelmann verwirrt, aber glücklich. Nachdem sie ihn nun doch gebracht haben, ist Himmelmann ganz durcheinander. Verliert 5 Moralpunkte und Vertrauen. Ja, sorry. Es. So, wir machen das tatsächlich so. Minks geht rüber und wir wollen die Innenverteidigung. Dafür nehmen wir mit Langford. Ja. Nächstes Spiel möchte ich wieder Joao Felix sehen. Ich möchte gegen Bielefeld zeigen, dass wir es ernst meinen. Ich möchte zeigen, dass wir es ernst meinen und deswegen auch wieder mit den 2 Offensivspielern agieren. Und Joao Felix halte ich in der Situation für jemanden, der vielleicht mit seiner Kreativität das entscheidende Etwas beisteuern kann.
So, Luzern. Möchten wir mit Bubala über einen neuen Vertrag verhandeln? Wir haben halt gerade schon jemanden ins Visier gefasst. Und nur verlängern, damit er bei einer Ablöse... Der ist schon gut. Er spielt aber halt nicht bei uns. Nee. Nein, wir werden da nicht gegen den Willen des Spielers irgendwie... Nee. So. Neudecker wäre eine gute hängende Spitze. Kvesic ist wieder fit. Oh, sie haben sich beinahe mit einem der Seile umgebracht, haben sich ver... irrt und haben es gerade noch rechtzeitig zur nächsten Trainingseinheit in den Hafen geschafft. Oh, gut, dann haben wir uns einmal fast ertränkt. Ja gut, konnte ich ja jetzt nicht ahnen, dass ich noch gar nichts kann auf dem Boot. Dachte, wir schippern ein bisschen umher. Hoffenheim, Stadt, Sinsheim, große Kreisstadt. Ey, ohne Witz, in Hoffenheim ist auch gar nichts. Gibt's KFC, Burger King und Hotel und mehr ist da nicht. Hoffenheim ist ganz, ganz toter Bezirk, sage ich euch. Geht nur die A6 noch dran vorbei. Mehr ist da nicht. So, das Ding wird jetzt, puh. Dieses Spiel. Motivationslehre auf jeden Fall. Bubala wechselt ablösefrei, okay. Nehmen wir hin. So, ihr beiden seid nicht happy. Anitay lassen wir gehen. Damir Bektic. Innenverteidiger und rechts außen. Stark. Ist bei St. Pauli 2, ist aber jemanden, wo ich sagen würde, kann man den Vertrag wohl verlängern. Will auch gar nicht viel. Ist okay. Alex Meyers. Okay, er hier. Corbinian Müller, sorry. Alex Meyer. Ja, also ich finde, der ist nicht unwichtig, ne? Aber er will Geld. Der will Geld. Steuern wieder fit, war wohl verletzt, okay. So. Auf Fabian Klos aufpassen, hat schon 3 Doppelpacks erzielt. So. Guck mal, übernehmen sie. Ja, es ist ein 4-4-2 mit einer Raute. Muss man vielleicht über die Außen spielen, um die Raute auseinanderzuziehen? Macht das Sinn? Macht das Sinn? Raute auseinanderziehen? So, so. Und dann hast du aber, wenn die sich automatisch auch mit nach außen orientieren, vielleicht hier diese Räume, die wichtig werden können. Das kann man halt eigentlich, das kann man gut in diesen Raum reinschieben. Ich bin gespannt, ob das jetzt so funktioniert, wie ich mir das gerade vorstelle. Neudecker, okay, wir müssen Joao Felix rausnehmen, weil Neudecker... Ich wollte eigentlich, aber das Ding ist, Neudecker hat eine Form von 14. Habe ich jetzt aber erst gesehen. So, wem kann man helfen? So, wir haben dich hier nicht vergessen. Ja, ich muss aber mit dir reden. Wir wollen ja keinen vernachlässigen. So, du hast gut trainiert, bekommst aber keinen Vertrag. Hm.
Marvin Knoll und Joao Felix. Vielleicht werde ich die nächsten Tage mal mit Joao Felix sprechen. Sehr gut. Tyron Minks bekommt ein großes Lob. Himmelmann müssen wir eigentlich auch loben. Aber mit dem haben wir gerade erst geredet. Okay, aber unsere Teamdynamik ist wirklich auf dem Hoch. So, und Bubala für die Zukunft, alles Gute. Es freut sich, dass sie ihm trotzdem alles Gute wünschen. Abschied mit dem Schwerfall. So, Bielefeld, der letzte große Gegner in dieser Saison. Do it. Do it. Form 3, wir Form 4. Wir schaffen mindestens ein Unentschieden.